Hi Krabbe hier. Ein offensichtlicher Angriff auf Donald Trump und was der Qualitätsjournalismus in Deutschland dazu zu sagen hat. Oh ja. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, dann bleibt dran. Also, was eigentlich passiert ist, mal nur in groben Zügen, da das eh durch jeden aufgegriffen werden wird und wir noch zig neue Informationen dazu bekommen werden. Während eines Wahlkampfauftrittes in Pennsylvania wurden mehrere Schüsse auf den Ex-Präsidenten bzw. den aktuellen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump abgegeben. Dabei wurde er zum Glück nur leicht verletzt und hatte auch noch enormes Glück dabei. Zu weiteren Informationen äußere ich mich an der Stelle jetzt bewusst nicht, da die nicht Gegenstand dieses Videos sein sollen. Dennoch, Informationen und auch bestätigte Informationen gibt und gab es auch frühzeitig mehr als genug. Was haben wir hier also? Etliche Video-, Bild- und Tonaufnahmen direkt vom Ort des Geschehens. Darunter auch viele unterschiedliche Handyaufnahmen mit teilweise deutlichem Inhalt, welchen ich hier aus Gründen natürlich nicht einblenden kann. Was man also sehr früh und deutlich benennen konnte, war das Ergebnis von dem Attentat bzw. dem Anschlag. Es gab Videos und Bilder von Donald Trump live vor Ort. Daneben gab es etliche Aufnahmen der Zuschauer. Was man also sehr früh sagen konnte, war, dass da ein mutmaßlicher Anschlag bzw. ein Attentat stattgefunden hat. Lediglich die Intention des Täters, mögliche Hintermänner oder Auftraggeber und das finale Ausmaß waren unklar. Und so geflunkert oder theatralisch das jetzt auch klingen mag, ich ging gestern bewusst sehr früh ins Bett, damit ich direkt von heute Morgen an einem Video weiterarbeiten kann. Jedoch wurde ich aus unerfindlichen Gründen mitten in der Nacht wach, weshalb ich dann relativ früh mit dem ganzen Thema konfrontiert war. Ich hatte also die Möglichkeit, offen einsehbare Quellen mit dem abzugleichen, was unsere deutschen Medien rausgehauen haben. Ein Desaster. Denn trotz der Informationen schafften es unsere Medien fast kollektiv, übelste Headlines zu kreieren. So schrieb das Handelsblatt beispielsweise US-Wahlkampf. Sicherheitsleute holen Trump bei Auftritt von Bühne. Ah ja, vielen Dank für die informative Headline. Aber warum tun die das denn? Ist denn möglicherweise etwas passiert? Aber egal, erstmal wichtig, Trump wurde von der Bühne geholt. Von Sicherheitsleuten. Beim ZDF nicht besser. Auch die schrieben, Sicherheitsleute holen Trump bei Auftritt von Bühne. Und auch bei der FAZ die gleiche Headline. Auftritt in Pennsylvania. Sicherheitsleute holen Trump von der Bühne. Aber bevor jetzt jemand von gleichgeschalteten Headlines spricht, gehen wir mal lieber noch ein paar andere Medien durch. Nicht, dass wir hier vorverurteilen. Weil auch T-Online wollte sich am Qualitätsjournalismus beteiligen. Die schrieben, Sicherheitsleute holen Trump bei Auftritt von Bühne. Ah ja. Dann hatte die FAZ nochmal neue Informationen für uns und das verpackte sie mit folgender Headline, Sicherheitsleute holen Trump bei Auftritt von Bühne. Es tut mir leid, das Thema als solches ist alles andere als lustig, aber das, was uns hier präsentiert wird, ist an Absurdität kaum zu überbieten. Übrigens, einen Ausreißer gab es dann unter anderem beim Bayerischen Rundfunk. Die waren ein Stück weit informativer, die schrieben nämlich Zwischenfall bei Trump-Auftritt in Pennsylvania. Aha, Zwischenfall. Obwohl wir ja Live-Aufnahmen davon hatten, die suggerieren, um was für einen Zwischenfall es sich hier gehandelt hat. Aber auch die Tagesschau hatte eine sehr informative Eilmeldung für uns. Dort hieß es, Wahlkampfauftritt in Pennsylvania. Ex-US-Präsident Trump in Sicherheit gebracht. Der ehemalige US-Präsident Trump musste während einer Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat Pennsylvania in Sicherheit gebracht werden. Medien berichten über laute Knallgeräusche kurz nach Beginn des Auftritts. Es ist unklar, ob Trump verletzt wurde. Ja, also laute Knallgeräusche waren zu hören. Nun, ich kann ja verstehen und habe auch fast schon Mitleid, dass die Tagesschau anscheinend nicht die finanziellen und humanen Ressourcen dazu hat, einfach Live-Aufnahmen aus den USA oder Uploads auszuwerten. Vielleicht sollte die Demokratieabgabe ein wenig erhöht werden, damit auch das in Zukunft besser möglich ist. Wie auch immer. Der Fokus war auch sehr informativ. Kurz zuvor waren Knallgeräusche zu hören. Donald Trump nach Sturz bei Wahlkampfauftritt mit Blut im Gesicht evakuiert. Okay. Also gab es Knallgeräusche und Donald Trump ist gestürzt, oder was ist passiert? Daneben muss man anmerken, die Welt ja fast schon rechtspopulistisch ehrlich bei dem Ganzen. Die schrieben unter anderem Knallgeräusche, Donald Trump bei Wahlkampfauftritt mit Blut am Ohr evakuiert. Das ZDF berichtete Pennsylvania, Trump nach Knall in Sicherheit gebracht. Ach so, also ist er einfach nach einem Knall oder, tut mir leid, nach Knallgeräuschen in Sicherheit gebracht worden. Hat Donald Trump etwa Angst vor lauten Knallgeräuschen oder was suggeriert mir jetzt diese Headline?
Und selbst die Bild, die sich im Normalfall nicht dafür zu schade ist, ihre eigene Seele für eine gute Headline an den Teufel zu verkaufen, schrieb bei Wahlkampfveranstaltung: Trump nach Knall mit Blut am Ohr evakuiert. Quasi alle Headlines in den ersten Stunden, kollektiv, waren nicht informativ, in Teilen sogar desinformativ, obwohl bereits viel mehr Informationen draußen waren. Ja, natürlich, das liegt auch daran, dass sich die Medien ihre Informationen wiederum aus den gleichen Quellen holen. Aber was man hier erneut in Perfektion sehen kann, ist unser seit Jahren zu Grabe getragener Mainstream-Journalismus, wenn es um bestimmte Themen geht. Und ja, natürlich müssen wir uns über solche Headlines auch nicht wundern, denn der Zwischenfall hat ein ganz großes Problem. Er passt nicht ins Narrativ, zumal nicht jetzt. Erst wird offensichtlich, was man bereits seit Jahren über Trumps Kontrahenten im Präsidentschaftswahlkampf in unzähligen Videos ableiten konnte. Ladies and gentlemen, President Putin. Ladies and gentlemen, President Putin. Was auch seit Jahren quasi im Kollektiv nicht sachlich benannt wurde. Ja, und nun das. Denn wenige Stunden später zeigte auch unser öffentlich-rechtlicher Rundfunk auf, warum es quasi bei allen Medien zu solch dämlichen Headlines gekommen ist. Denn sie wollen nicht, dass die aus ihrer Sicht falschen Kapital daraus schlagen. So hieß es zum Beispiel beim ZDF heute: ZDF-Korrespondent. Vorfall könnte dramatische Auswirkungen auf den Wahlkampf haben. Der mutmaßliche Anschlag auf Donald Trump könnte dramatische Auswirkungen auf den Wahlkampf haben, schreibt ZDF-Korrespondent Elmar Thiewissen in einer ersten Einschätzung der Lage. Seit Monaten habe sich der Präsidentschaftskandidat als Opfer politischer Verfolgung dargestellt. Und jetzt lässt er sich einfach abschießen. Dieses Monstrum, wie kann er nur? Aber ernsthaft, jetzt darf man von Donald Trump halten, was man will. Aber so etwas ist unwürdig. Auch hier passt es meiner Meinung nach sehr gut, einfach einmal darüber nachzudenken, wie das mit anderen Vorzeichen aussehen würde. Da hätte Joe Biden anstatt Donald Trump gestanden. Am Ende das gleiche Ergebnis, er wird weiter als Präsidentschaftskandidat aktiv sein. Und nachdem nahezu sämtliche Medien in den ersten Stunden schwachsinnige Headlines verfasst haben, bringt man dann Artikel und Meinungen heraus, dazu, dass Joe Biden das sicherlich instrumentalisieren könnte. Das gehört also zu den ersten Sorgen, die ihr habt, die ihr kundtun möchtet. Interessant. Naja, diese Doppelmoral ist absurd und bösartig. Für einen Teil davon müssen wir sogar bezahlen. Das ist irre. Aber Wusa. Daneben titelte das ZDF heute auch: Nach Attacke auf Trump, Amerika stehen düstere Zeiten bevor. Ja, bravo. Und damit meinen sie nämlich nicht den Anschlag, sondern ebenfalls, dass falsche Leute Kapital daraus schlagen können. Man will nämlich nicht, dass instrumentalisiert wird. Obwohl selbige Medien anscheinend kein Problem damit hatten, aus dem, was wir da in Chemnitz hatten, die sogenannten Hetzjagden von Chemnitz zu machen. Oder bei dem, was neulich in Grevesmühlen vor ein paar Wochen passierte, oder auch nicht passierte, machte man die Baseballschlägerjahre 2.0. Und aus einem Lied, was ein paar reiche Schnösel auf Sylt sangen, machten wir eines der Medienthemen dieses Jahres. Aber schon klar, hoffen wir mal, dass Trump das alles nicht ausschlagen wird. Daneben gab es noch einige Kommentare von sogenannten Influencern und Stars und Sternchen, die auch nicht unbedingt besser waren, weil auch sie in Perfektion aufzeigten, wie das Spiel mit der Doppelmoral gespielt werden darf. Auch hier war bei fast allen klar, Hauptsache wird das jetzt nicht von den Falschen instrumentalisiert werden. Andere machten sich auf andere Art und Weise darüber lustig oder suggerierten direkt wie indirekt, dass sie das eigentlich relativ okay fanden, was da passiert ist. Nehmen wir dazu einfach mal das Top-Beispiel El Hotzo. Der ist oder war, keine Ahnung, Witzeschreiber von Jan Böhmermann. Und dabei hat er momentan fast 700.000 Follower auf Twitter. Ergo eine Millionenreichweite. Und vorweg, das ist jetzt ein in Worte gebrachtes Meme und bedeutet in etwa: Den letzten Bus leider knapp verpasst, verhält sich zu Donald Trump leider knapp verpasst. Die Implikation eindeutig. Machen wir das jetzt mal juristisch sicher. Hier witzelt mutmaßlich ein Influencer mit Millionenreichweite, dass Donald Trump leider knapp verpasst wurde. Also so deute ich das. 15 Minuten später setzte er dann noch folgenden Tweet hinten dran, nämlich: Er fände es absolut fantastisch, wenn Faschisten sterben.
Ja, also was oder wen er damit nun wohl gemeint haben könnte, ich kann da natürlich keine Herleitung machen, auch da er das gerade unter den vorherigen Tweet geschrieben hat. Und was sich hier final einmal mehr zeigt, es sind die sogenannten Guten, die nicht einmal merken, was oder wie sie berichten. Es sind Medien, die über Stunden schwachsinnige Headlines schreiben, potenziell um das Peak an Brisanz überbrücken zu können. Oder aber Medien, die offenkundig aufzeigen, wo ihre primäre Sorge liegt und wo sie anscheinend nicht liegt. Und es sind sogenannte Influencer, die sich auf der Seite der Guten wähnen, dabei schlimmste Aussagen tätigen und nicht einmal merken, dass sie exakt das verkörpern, was sie zu bekämpfen vorgeben. Also, gute Besserung an Donald Trump sowie allen anderen. In dem Sinne, ciao.